Und damit herzlich willkommen. Ich muss nur ganz kurz was machen, weil der Ton hier ist aus. Bevor ich richtig begrüße, ich möchte die Soundeffekte auf 3 oder 2a, ich weiß es nicht. Jedenfalls die Stimme ein bisschen lauter. Die Musik auf 2. Oder? Könnte so passen. Ich hoffe es einfach mal. Falls es nicht passt, dann muss ich nochmal umstellen. So, jetzt aber wirklich willkommen zu einem neuen LP, das neben Dragon Age Inquisition läuft. Und zwar heißt es Bloodborne. Ihr seht es ja schon. Ein PS4-Exklusivtitel. Das bedeutet, dass ich meine Uhr nicht gestellt habe. Scheiße. Momentchen. Das bedeutet, dieses Spiel gibt es nicht für die Xbox. Dieses Spiel gibt es nicht für den PC. Es ist rein PlayStation 4. So. Und das finde ich auch gar nicht so schlecht. Denn PS4-Exklusivtitel sind meines Erachtens nach immer die besten Titel. Liegt nicht daran, dass ich eine PS4 habe, sondern einfach, weil ich finde die PlayStation-Exklusivtitel einfach grandios. Jedenfalls die meisten. Es gibt natürlich auch so ein, zwei Titel, wo ich sagen würde, pff, interessiert mich nicht. Aber Bloodborne ist ein Spiel, was ich wirklich hart abfeier. Das liegt zum einen daran, dass ich ein richtiger Nerd in Hardcore-Rollenspielen bin. Also es ist für mich kein Rollenspiel, aber es ist ein Hardcore Hack and Slay, RPG, irgendwie sowas in der Richtung. Für die, die es nicht kennen, ich erkläre es euch im Laufe des Spiels dann noch. Noch vorweg, ich habe das Spiel schon auf Platin-Trophäe geschafft. Das heißt, ich habe alle drei Enden gesehen. Mein Gott, mein Hals schon wieder. Ich habe jeden Boss mal gekillt. Ich habe jede Waffe, alles Mögliche gehabt. Also, das ist jetzt kein großes Problem. Aber ich möchte es LP'n, weil es erstens ein PS4-Exklusivtitel ist. Und das geht für mich als PlayStation 4-Only Let's Player mal gar nicht, das aus dem Weg zu lassen. Und zweitens, weil dieses Spiel, ja, weil das Spiel eine sehr große Herausforderung teilweise sein kann. Und das mein Spiel ist, wo ich sagen kann, ich bin gut darin. Ihr könnt quasi vielleicht auch was lernen. Ich werde auf jeden Fall fast versuchen, alles auf 100% zu machen. Was ich nicht machen werde, glaube ich, sind diese Dungeons. Es gibt da nämlich Dungeons in diesem Spiel. Und diese Dungeons sind, ja, teilweise sehr eintönig auch gehalten. Also von daher weiß ich nicht, ob das so geil sein würde. Aber die Story, ich werde jedes Gebiet erkunden, ich werde jeden Boss machen. Also, ja, wie es halt für ein Let's Play sich auch gehört. Ich werde euch jeden Gegenstand zeigen, den ihr dann selber lesen könnt. Obwohl, die kann ich auch selber vorlesen eigentlich. Ne, die lese ich vor. Und ich glaube, wir fangen einfach mal ein neues Spiel an. Danach erkläre ich noch ein bisschen was mehr. Oh ja, Bleichblut. Tja, ihr seid am richtigen Ort. In Yharnam wird Blutbehandlung praktiziert. Ihr müsst nur ihr Geheimnis enthüllen. Aber wo soll ein Fremder wie ihr nur beginnen? Dazu sollte etwas Yharnam-Blut in euch fließen. Doch zuerst kommt euer Vertrag. Muss ich den unterschreiben? Oh Gott. Ja, das fand ich früher echt Schock, als ich das gesehen habe, diesen Charakter hier schon mal. Ja, wir können auch, wie es sich. Okay, es ist ein Rollenspiel. Wie man es sich für ein Rollenspiel kennt, gewohnt ist, man kann sich seinen Charakter erstellen. Man hat da unten Werte, das erkläre ich euch alles später. Also wirklich für diejenigen, die dieses Spiel nicht kennen, ist es schon mal gut, dass ihr bei mir das schaut. Erstens, weil ich wirklich alles über dieses Spiel weiß. Trotzdem wird es wahrscheinlich nicht eher so langweilig sein, dass ich wirklich allen Gegner beim ersten Mal schaffe. Und wenn doch, dann tut's mir leid. Wir sind jung, Herkunft. Ah ja, Herkunft. Ich lese mal alles vor. Angsthase, normal, glückliche Kindheit. Alle Attribute durchschnittlich. Da sieht man es dann in der oberen rechten Ecke. Dass es sich halt immer so verändert. Einziger Überlebender. Letztes Mitglied eines Dorfes. Hohe Lebensessenz und Kraft. Ja, das stimmt. Schwierige Kindheit, unglückliche Kindheit, dadurch sehr belastbar.
Leben voller Gewalt, Vergangenheit voller Gewalt. Unbedacht, aber stark. Professionell. Perfekt geeignet für Detektivarbeit oder Wissenschaft. Echt, was ist denn da so hoch? Geschick ist hoch, ja. Militärveteran. Kriegserfahren. Ein Soldat mit Stärke und Geschick. Noble Abstammung. Spross einer guten Familie mit Stolz auf dem Stammbaum. Ja, Blutfärbung ist hoch, ne? Und die Blutechos. Wie gesagt, ich werde euch das alles gleich erklären. Grausames Schicksal, schlimme Ereignisse. Erlebnisse. Aber jetzt sehr selbstbewusst. Aber wir nehmen die, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, schwierigste Klasse. Das ist zu Dark Souls, weil es ist ja von den Machern von Dark Souls. Ist es egal, was man hier eigentlich nimmt. Man kann sich auf alles hochskillen. Das ist bei Dark Souls halt nicht so gewesen, wenn man da dem Anfang den Bettler genommen hat, der wirklich nichts hatte. Da hatte man am Anfang schon ein bisschen Probleme. Aber trotz alledem hat man es dann auch irgendwann geschafft. Nichts nutzt, ein Nichts, ohne jedes Talent. Deine Geburt war ein Fehler. Das ist richtig hart, also es hört sich richtig hart an. Aber wir nehmen den. Denn wie gesagt, es soll die schwierigste Klasse sein und ich habe die auch schon mal gespielt, von daher, naja. Ja, wir sind jung. Reif. Nee. Was betrifft? Nur aus und nicht die Fähigkeit nach so. Stimme. Wie kann ich. Ach, Beispiel. Okay, ich will nicht meinen PS4-Controller penetrieren. Gealterte Stimme. Alter. Was ein Schrei. Gehört mir zwar alles nicht so sehr, aber wie eine mehr jugendliche Stimme. Auch wenn ich erwachsen bin, aber jugendlich ist, also ich bin jetzt noch nicht so erwachsen, dass ich sagen könnte, ja, ich bin jetzt schon, keine Ahnung, 30 oder 25 oder so ein Müll. Ach so, bin immer Standard. Größe ist egal. Hautfarbe. Oh Gott, Alter. Ich habe ja nichts gegen Schwarze, aber das sah gerade ein bisschen. Das sieht komisch aus, muss ich sagen. Okay, das ist ein bisschen zu bleich. Ich nehme mal das hier. Da würde Bleichblut echt passen. Oder? Ja, doch. Hautfarbe, Ton ist egal. Haarfarbe und Make. Ah, nee, Hautfarbe? Nein. Lippenstift. Haarfarbe, da ist das ja. Ich nehme immer die hier. Ich könnte auch die nehmen, aber das ist mir ein bisschen zu viel. Und das sieht einfach nur scheiße aus. Das sieht total bekloppt aus. Nein. Oh Gott. Das sieht so. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Es sieht so. So falsch aus. Ja, jetzt kommen wir zu den Frauenfrisuren. Die dürfen wir ja auch nehmen. Okay, das sieht eher aus wie eine richtige Rockerfrisur. Das sieht total. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Noch eine Frauenfrisur. Oh Gott. Alter. Das geht gar nicht. Was? Sogar das sieht jetzt mehr fraulicher aus als das hier. Das sieht sogar mehr noch mehr männlich aus als. Naja. Okay. Okay. Ja, meine Nase ist ein bisschen zu. Das ist ein bisschen das Problem. Ich nehme einfach die hier. So, Haarfarbe. Und dürfen wir uns manuell einstellen. Da will ich nochmal wieder braun wählen. Ohne Momento. Ich glaube, wir müssen uns gar nichts einstellen. Denn ich zeige euch gleich mal was. Ich zeige euch nur mal kurz noch die Bärte, die es hier gibt. Jawohl. Alter. Ah, so einen richtigen Kratos-Ziegenbart. Ja, Vollbart. Obwohl ich Vollbart ist. Alter, das ist ein Vollbart. Krass. Koteletten. Ja, so 3 Tage Bart. Oh, Franzose. Geiler Bart. Ja, der nicht so. Das ist auch noch normal. Gott, das sieht ja total falsch aus.
Ne, also wenn ich Bart nehmen würde, würde ich entweder das hier wählen. Oder ganz klassisch das hier, das ist so ein normales. Oder das. Gar kein Bart. So, ich zeige euch gleich mal was, was ich meine. Und zwar, man kann auch die Pupillengröße und Farbe einstellen. Und sogar die Größe der Rechte und die Farbe der Rechte und das alles einzeln. Aber Tätowierung kann ich auch mal alles zeigen. Es gibt keine richtigen Tätowierungen, es gibt entweder nur so Narben oder halt solche Male. Das sind für mich keine Tätowierungen, ehrlich gesagt. Oder auch Brüllen. Die geilste Brille ist aber immer noch die hier. Das sieht so richtig Cyberpunk-mäßig aus, so richtig so. Nee, Steampunk meine ich, nicht Cyberpunk. Die sieht auch geil aus. Also, jetzt nicht im Ernst gemeint, sondern halt im verarschensmäßigen Sinne. Ich werde aber hier bei Favoriten laden, kann man nämlich Favoriten, die man schon mal gemacht hat, machen. Und da habe ich den hier mal gemacht. Das bin nicht ich. Ich habe nicht ein rotes Auge und nicht ein, Dann habe ich noch den hier gemacht. Ich habe ein paar gemacht. Aber den nehmen wir einfach. Und machen mal die Pupille wieder blau. Denn ich hatte den rot gemacht, weil das hat einen Sinn wegen meiner Geschichte, die ich selber schreibe. Farbe, das ist links, ne? Ja, das müsste links. Ja, das ist. Und da habe ich halt, da hat halt der Charakter, der ich quasi, den ich verkörper, hat da ein rotes Auge und ein blaues. Kann man das auch irgendwie schneller machen? Ja, kann man. Palette. Ah, besser. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches Blau wir da genommen haben. Sieht eher nach dem aus. Oh, so habe ich es eingestellt. Alles klar, warte mal. Ich hätte mir jetzt auch einfach mal die Zahlen merken können, aber darauf hatte ich keine Lust. So. Okay, dann würde ich sagen, sind wir fertig. Zurück. Genau. Wir sind ein Nichtsnutz, sind jung, männlich und heißen Mino. Sind Stufe 4 und die ganzen anderen Sachen erkläre ich dann noch. Abschließen. Jawohl. Hier sind nur noch Tooltips von dem Spiel. Die lese ich natürlich nicht vor, die könnt ihr euch selber durchlesen. Das wurde zu Anfangs von Bloodborne-Zeiten nicht so da. Und die Ladezeiten extremst lange gedauert und da gab es, da stand nur einfach auf diesem Bildschirm Bloodborne. Mehr nicht. Aber dann haben sie irgendwann einen Patch eingeführt, dass die Ladezeiten kürzer sind und dass man halt Tooltips hat. Finde ich eine nette Idee, weil es anders richtig herzlos aussah. Gut. Gezeichnet und versiegelt. Beginnen wir nun mit der Transfusion. Oh, nur keine Sorge. Was auch passiert, ihr werdet das alles für einen bösen Traum halten.
habt euch einen Jäger gesucht. Okay, das sind wir. Izuevskas, ich mag den Namen überhaupt nicht. Izuevskas Klinik. Und da sind wir. Eins noch vorweg, das Spiel ist ab 16, es ist nicht ab 18, falls ihr das vielleicht denkt. wenn ich Spiel ab 18 spiele, dann sage ich das noch vorher an, weil ich möchte ungerne Altersbeschränkungen machen auf die Videos, wenn es ab 18 ist. Wäre zwar das Normalste, aber als Let's Play macht man sowas eigentlich nicht. Deswegen sage ich davor immer, vor jedem Part, dieses Spiel ist ab 18. Wirklich nur dann gucken, wenn ihr 18 seid oder wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass ihr es sehen wollt. Das ist aber ab 16. Es wird trotzdem sehr viel Blut fließen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Und es wird sehr, sehr... Naja, ich sag mal noch nichts. Ich möchte da nichts spoilern. So, hier haben wir was zum Lesen. Handgeschriebene Kritzelei. Suche Bleichblut, um die Jagd auszuweiten. Okay. Ja, das sagt uns natürlich nichts. Da ist eine Tür. Aber durch die können wir nicht durch. Die öffnet sich von der anderen Seite. Nur hier können wir durch, natürlich. Ja, wie gesagt, ich werde ja auch, ich erkläre euch jetzt dann gleich mal die Stats alles. Ups, nein, das nicht. Sondern da. Also das sieht jetzt erstmal ganz schön viel aus. Für den Anfang. Da steht da zum Beispiel rechte Waffe 1 Angriff, rechte Waffe 2 Angriff. So weiter und so fort. Die physischen Abwehr, die man hat, langsame Giftresistenz, Wahnsinnsresistenz und Bestientum. So. Wir sind Stufe 4, haben 10 Blutechos. Die Blutechos sind quasi wie in Dark Souls, weil ihr es kennt, die Seelen. Damit kann man später sich upgraden und Sachen kaufen. Das sind Blutechos. Kriegt man aber von Gegnern. Oh, tut mir leid. Meine Nase ist gerade ein bisschen komisch. So, Einsicht bedeutet folgendes. Wenn man mindestens 10 Einsicht hat, da kann man in einem Hub, den man hat, also an einem Hub halt, ne, ihr wisst, was das heißt, hoffentlich, kann man sich da Sachen kaufen. Aber nur ab 10 Einsicht. Und wenn die 10 Einsicht weg sind, dann ist der Laden auch weg. Da werdet ihr auch noch alles sehen. Und wenn man so 40 oder 50 Einsicht hat, so war das, dann werden die Gegner auch schwerer und kriegen auch neue Angriffe teilweise. Also ist Einsicht nicht immer gut. Aber, ja. Höchste Einsicht, die man haben kann, ist 99. Und wir werden irgendwann nicht mal was mit Einsicht anfangen können. Das geht einfach nicht. Vitalität ist unser Leben, ist ja klar. Ausdauer, die Anzeige haben wir unter Leben. Verbrauchen wir, wenn wir angreifen, wenn wir rennen, wenn wir rollen. Aber es lädt sich halt wieder schnell auf. So, Stärke ist, Stärke und Geschick. Ach ja, was auch noch wichtig ist, wenn wir auf Pause machen. In diesem Spiel gibt es keine Pause. Das heißt, dieses Spiel, auch wenn man hier ist, man läuft weiter. Auch wenn man hier ist, man kann weiterlaufen. Es gibt keine Pause in diesem Spiel. Überhaupt nicht. Das ist halt eines dieser Hardcore-Sachen. Was mich gar nicht stört eigentlich. Denn es gibt viele sichere Orte, wo man sich mal eine Verschnaufspause gönnen kann. Wo man das jedenfalls denkt und man dann von hinten überrascht wird. Gut, Stärke und Geschick sind halt Angriffsskalierungen. Es gibt Waffen, die skalieren mit Geschick besser. Das erkläre ich euch auch noch. Und welche mit Stärke. Ich werde aber auf Stärke gehen, da ich das Waffen gibt später, die mit Stärke sehr, sehr gut skalieren und auch sehr, sehr stark hoch sind. Aber nicht, dass ihr denkt, Geschick ist nur so Bogen oder Dolche, sowas wie bei richtigen RPGs. Oder jetzt Schurk oder so Müll. Nee, Geschick, es gibt Waffen, die einfach mit Geschick skalieren. Und das werdet ihr noch früh genug sehen. So, Blutfärbung ist auch ein Angriffsattribut, aber nur für Fernkampfwaffen. Ja, weil in diesem Spiel gibt es auch Fernkampfwaffen, die werdet ihr auch noch sehen. Und die skalieren halt mit Blutfärbung. Die werden wir aber nicht benutzen. Nicht, jedenfalls nicht oft. Und Arkan ist auch ein Angriffswert, teilweise. Also Arkan kann dafür genutzt werden, wenn wir es leveln, dass wir mehr Sachen von Gegnern gedroppt bekommen, also dass die Drop-Chance höher ist. Dann steigt nämlich der Wert in der zweiten Spalte, und zwar Entdeckung, steigt dann nach oben. Es kann aber auch sein, dass wir später, weil wir kriegen später auch magische Waffen, dass man die damit auch stärker macht. Aber die magischen Waffen sind echt, naja, man braucht sie jedenfalls nicht. Deswegen, ich werde mich primär nur auf Stärke, Ausdauer und Vitalität konzentrieren
und mal ein bisschen Geschick. Aber sonst eigentlich nichts anderes leveln. Ja, dann könnt ihr euch nochmal das Jägerzeichen durchlesen, obwohl ich lese mal selber durch. Jägerzeichen. Baumelnde umgekehrte Rune, eingebrannt in den Verstand. Symbol eines Jägers. Durch Konzentration aller Gedanken auf diese Rune verliert ein Jäger alle Blutechos, erwacht aber erfrischt, als wäre alles nur ein böser Traum. Ja, das haben wir eingebrannt bekommen. Und mehr haben wir auch nicht. Doch, wir haben noch die Kleidung. Schwarze Kapuze. Kapuze, die man trägt, wenn man in den Albtraum aus Blut und Bestien erwacht. Vielleicht musste ihr Träger außer Sicht bleiben und im Schutz der Dunkelheit reisen. Wer soll das je erfahren? Ganz ohne Erinnerungen. Ja, das ist wahr. Fremdlandgewand. Kleidung, die man trägt, das kennen wir. Keine typische Janam-Kleidung. Vielleicht stammt sie aus einem fremden Land. Man sagt doch, dass der Reisende aus der Ferne nach Janam kam. Wer soll das hier erfahren? Kennen wir auch. Verband, den man trägt, wenn man in den Albtraum aus Blut und Bestien erwacht. Völlig verschlissen und unhygienisch. Da ist eine schwache Erinnerung an eine Blutbehandlung und die Transfusion eines unbekannten Blutes. Nicht lange danach hat der Albtraum begonnen. Und die Fremdlandhose ist dasselbe wie das Fremdlandgewand, nur dass oben steht Hose, die man trägt. Statt Kleidung, die man trägt. Ja, mehr haben wir auch noch nicht. Und die einzelnen Reiter da oben, soll ich die euch auch nochmal erklären? Nö. Außer die Kelche, das sind halt die Items, die man benutzt, um diese Dungeons zu machen. Die wir aber jedenfalls nicht machen werden. So. Hallo. Das ist unser erster Gegner und wir haben keine Waffen. Normalerweise ist es vom Spiel vorgesehen, dass man stirbt. Ich werde aber versuchen, diesen Typen jetzt zu killen. Warte mal, wie greift man nochmal an? Fängt ja schon mal gut an. Okay, so und so. Was habe ich jetzt gemacht? Ach so, zweihändig. Nee, ich möchte nicht zweihändig. Okay, gut. Wir werden es versuchen. Auf geht's. Falls wir sterben, ist das nicht schlimm. Wie gesagt, es ist vorgesehen. Wir haben keine Ausdauer mehr, das ist nicht so gut. Mal gucken, ob wir den Gegner schaffen. Ich bin echt gespannt. Ach, scheiße. Oh, wir haben den getaggt. Nein! Nein, ich habe die falsche Taste genommen. Nicht getaggt, sondern gestunt. Man kann Gegner von hinten stunnen. Und zwar so und dann einen Eingeweide an. Leute, wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn echt besiegt. Sah vielleicht jetzt gerade gar nicht so schwer aus. Drei Blutfiolen. Das liegt daran, ich kenne schon so einige Tricks halt. Und wenn man das Spiel auf Platin hat, dann. Ugh. Der sieht leicht verranzt aus. Dann kennt man schon so ein oder anderen Tricks. Mein Gott, ich komme hier gar nicht richtig zum Reden. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass wir den schaffen, weil ich bin immer in dem verreckt. Ich habe den nur einmal geschafft. Und jetzt beim Let's Play, das ist ja super. Hat ja so total gut funktioniert. Ja, man kann nämlich, wenn man L2 gedrückt hält, so einen Powerangriff machen. Und wenn man von hinten angreift, dann kann man den quasi stunnen, hat man ja gerade gesehen. Da kommt auch immer dieses lustige Geräusch, dieses Kling. Und dann kann man einen Eingeweideangriff machen. Und der macht natürlich mehr Schaden. Entweder macht man den von hinten, wie man gerade gesehen hat, eine Analsonde. Oder man kann ihn auch von vorne machen. Quecksilberkugel. Normalerweise hätten wir jetzt hier unsere Waffen schon, wenn wir gestorben wären. Aber wir sind ja nicht gestorben. Das ist schon ziemlich krass. Ich lese mal vor, was wir bekommen haben. Ach nee, das kann man gar nicht vorlesen, ne? Ne. Dann erkläre ich euch mal. Blutfiolen sind unsere Heilungsgegenstände. Die füllen sich nur auf, wenn man halt Gegner killt oder die findet. Die füllen sich, oder man kauft die. Aber die füllen sich nicht so wie bei Dark Souls auf, wie diese Estus Flakon, dass wir haben ein Lagerfeuer. Zentrum von Janam. Dass wir in einem Lagerfeuer dann irgendwie immer wieder die Flakons bekommen. Aber ihr seht, wir sind schon ordentlich voll mit Blutfiolen. Soll ich mal eine nehmen? Nee, nee, komm. Und die Quecksilberkugeln sind unsere Munition für unsere Fernkampfwaffen. Da sind wir schon wieder der nächste Gegner. Den werden wir versuchen auch mal zu stunnen. Hat nicht geklappt. Ihr seht, es klappt nicht irgendwie immer.
Aua! Okay, wir nehmen mal eine Blutfiole. Weil ich möchte versuchen, heilbar durchzukommen. Ja! Guckt sich an. Jawohl. Der hat leider nichts gedroppt. Das läuft ja super. Mensch, so gut hat das noch nie gelaufen. Ist das noch nie... ihr wisst schon. Zwei Blutfiolen. Und da liegt auch einer. So, komm mal her. Ich möchte dich auch... Oh ne, jetzt kommen schon zwei. Das ist jetzt ein bisschen problematisch. Da jetzt... Ja. Au. Komm schon. Ach, scheiße. Ja. Jawoll. Alter, das läuft ja super. Ich habe das noch nie geschafft, bis hierhin ohne Waffen zu kommen. Komm, komm, komm. Ach, scheiße. Ja, ich werde oft fluchen in diesem Let's Play, wenn wir sterben sollten. Ja, jetzt aber. Jawoll. Geil. Ey, wir sind echt gut. Muss man ja mal sagen. Neues Item, oder? Ja, Molotov-Cocktail. Die kann ich vorlesen, das weiß ich, genau. Explodiert beim Wurf gegen ein Objekt in lodernden Flammen. Einer der ältesten Jägerwaffen in der Werkstatt. Seit der Tragödie, die Altianam betroffen hat, ist Feuer ein Bestandteil der Bestienjagd, um Unreinheit zu läutern. Bestimmte Arten von Bestien haben extreme Angst vor Flammen. Ja, die können wir uns sogar schon reinsetzen. Und zwar hier unten in Schnellgegenstände. Zack. Und dann kann man die schon mal benutzen. Waffen haben wir ja noch keine. Das ist schon ziemlich krass. Aber es gibt wahrscheinlich immer noch Fallen, die ich nicht mehr kenne. Und übrigens, falls es die DLCs gibt, die werde ich natürlich auch let's playen. Und die werde ich sogar blind let's playen. Falls ihr das wollt. Kann auch sein, dass ihr wollt, dass ich das wieder so mache wie jetzt. Dass ich schon alles weiß. Nette Begrüßung. Wirklich sehr nett. Oh, da ist eine Lampe. Und diese Lampe fungiert wie das Leuchtfeuer aus Dark Souls. Man kann es anschnipsen. Oder man schnipst es an. Ganz stylisch. Und dann kann man zu seinem Hub reisen quasi. In den Traum des Jägers, wie da gerade stand. Hab's nur gerade schnell weggedrückt. Weil nämlich die Folge jetzt auch wieder vorbei ist. Ich bedanke mich schon mal beim Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das weiter verfolgt, dieses Let's Play. Und ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht glauben, dass wir bis jetzt ohne Waffen durchgekommen sind, weil das... Das habe ich bisher bei keinem LPR geschafft, der das gespielt hat, wirklich. Ich bin mal gespannt. Weil wenn wir jetzt hier hinreisen, werden wir sowieso Waffen bekommen. Aber ja. Bin gespannt, wie es weiterläuft. Bis zum nächsten Part von Let's Play Bloodborne. Haut rein, Leute. Ciao.